ich bin oft jetzt, also die sind ein bisschen älter jetzt, bin ich oft weg. Ja, ich bin nicht jetzt eine Mutter, der da ist immer für die Kinder. Aber wenn ich da bin, bin ich da 100%. Also nicht aufs Handy. Also wir spielen zusammen, wir üben Klavier zusammen. Also wirklich, das Wichtigste ist nicht nur der Quantity, nicht die Quantität, sondern die Qualität. Herzlich willkommen bei What's Opera Dog, dem YouTube-Kanal für alle professionellen Sänger und Sängerinnen und Intendanten und Intendantinnen und Dirigenten und Dirigentinnen und alle Menschen, die sich für klassische Musik, Oper und Konzert und Backstage interessieren. Und ich heiße willkommen die weltberühmte Sopranistin Ken Rice. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Rike. Ich freue mich sehr. Du bist meine erste Interviewpartnerin und ich fühle mich geehrt. Und es geht heute, ihr Lieben, um das Thema Mama sein, vor allem als Opernsängerin, aber ich sage jetzt auch mal, das wird auch anderen Mamas so gehen, in anderen Berufen. Wie ist das vereinbar? Mama sein und Karriere. Wir leben also im Jahr 2021 und Emanzipation müsste eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit sein. Aber es scheint ihm nicht immer so. Dankeschön zuerst. Ich freue mich hier zu sein und ich möchte mich bei dir bedanken für deine Unterstützung in den letzten Monaten. Du hast mich wirklich fit gehalten, sozusagen. Wir Das müssen trainieren. wir jetzt kurz erklären. Ja. Also ich habe immer ein zweites Standbein gehabt und gebe auch Fitnesskurse und bin Pilates- und Yogatrainerin. Mir war es immer klar, dass ich möchte eine Mutter sein. Und ich wollte immer zwei Kinder haben und das war mein Plan und ich folge meine Pläne. Das ist im Leben, es ist so, ich finde, das Organisieren ist sehr wichtig und das Ziel im Auge zu behalten, also kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Und so, das war nie ein Thema, dass ich werde also auf Kinder verzichten wegen der Karriere. Und ja, man muss nur natürlich den richtigen Partner finden, was nicht einfach ist. Ist nicht einfach generell. Und ich glaube, für Opernsängerinnen oder jede Frau, die eine Karriere machen will, es ist nicht einfach, ja, weil you need two to tango. Und zum Glück während der Schwangerschaft habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt, besonders bei der ersten Schwangerschaft. Also du hast den richtigen Mann erstmal gefunden und genau. Naja, das hat gedauert und da waren Ups and Downs, muss ich sagen. Es war wirklich nicht so einfach. Ich glaube, wie mehrere Frauen auch schlechte Erfahrungen gehabt. Aber interessanterweise und glücklicherweise habe ich einen Mann gefunden, der hat gesagt, okay, ich bin dabei, ich möchte, dass du glücklich bist und dass du weiter deine Leidenschaft auf der Bühne üben kannst. Aber das ist gesagt, danach gemacht, waren auch Herausforderungen und es werden immer Herausforderungen sein. Und ich muss sagen, dass seitdem ich Kinder habe, musste ich meine Karriere ein bisschen anders organisieren. Und darüber können wir auch später sprechen. Und natürlich habe ich oder soll ich öfter Nein sagen. Zum Beispiel, als die Kinder ganz klein waren, es kam ein Angebot aus Kanada, 2 Monate Mitte dem Winter, Mitte dem Winter in Kanada mit zwei Kindern, Nanny, Mann zu verbringen. Und mein Mann hat gesagt, nein, bitte das nicht. Und das kann ich auch verstehen und das soll ich auch respektieren. Was sollen die 2 Monate in minus 20 Grad machen? Für mich war es ein bisschen einfacher, da ich während der Jahren, wenn die Kinder ganz jung waren, hatte ich einen Residenzvertrag gehabt an der Wiener Staatsoper.
Und das war eine große Hilfe. Dann hatten wir wenigstens ein so Basis. Ja? 3-4 Monate im Jahr habe ich Oper in Wien gesungen und die Kinder waren mit mir. Und Wien ist eine sehr angenehme und einfache Stadt mit jungen Kindern. Okay. Und dort hatten wir so eine Wohnung gemietet und da waren die Toys und da waren Freunde und ich hatte ein Nanny dabei. So, das war sehr, sehr wichtig. Und Rest der Zeit habe ich hauptsächlich Konzerte gesungen. Und auch heutzutage, ich singe, würde ich sagen, 50% Oper, 50% Konzerte. Weil für Konzerte muss ich nicht 2 Monate weg von zu Hause sein. Das geht besser. Ich muss aber auch sagen, dass ich hatte sehr viel Unterstützung von meiner Familie gehabt. Als die Kinder jung waren, waren wir auch teilweise, haben wir in Israel gelebt. So, wir hatten wirklich, wir waren zwischen Wien, London, Israel, das war so. Und mein Mann hat alles mitgemacht. Und da muss ich sagen, er war wirklich ganz flexibel. Und in Israel hatte ich meine Mutter und meine Schwester. Und ich konnte die Kinder bei denen manchmal für 2 Wochen hinterlassen. Und ich war dann in Japan oder in Amerika. Aber es war mir sehr wichtig, nie länger als 2 Wochen weg von den Kindern zu sein. Das wollte ich auch gerade fragen. Also es ist, wie hast du das realisiert, dass du sagst, okay, du hast kleine Babys. Hast du die am Anfang als kleines Baby erstmal mitgenommen und hast du dann eine Nanny backstage? Und ja. Ja, also die Kinder waren mit mir, bis Ariel, die Große, 6 Jahre alt war und musste in der Schule. Die Kinder waren mit mir überall. Mhm. Mein Mann arbeitet von zu Hause, das ist eine große Hilfe. Und wir hatten ein Au-pair-Mädchen, jedes Jahr ein anderes Au-pair-Mädchen. Das ist auch nicht so einfach, Kinderbetreuung zu finden. Ja. Und deshalb, es war auch wichtig, oft war meine Mutter dabei mit dem Au-pair oder meine Schwester. Ja, das ist wirklich alles eine Frage der Organisation. Es muss alles im Voraus organisiert werden. Und man muss jetzt auch sagen, also ich muss dazu sagen, du hast natürlich einen elitären Stand. Du hast eine ordentliche Karriere gemacht. Da sind finanziell natürlich teilweise andere Voraussetzungen. Es ist natürlich nicht jeder Frau oder jedem Mann und Frau oder gerade in diesem Beruf möglich, eventuell sich ein Au-pair zu finanzieren, je nachdem, wenn man in einem kleineren Haus, also nicht der Wiener Staatsoper und nicht dementsprechend Konzerte an großen, bekannten Häusern hat. Ist das eventuell nicht so einfach. Also Respekt vor allen Menschen und ich kenne ja viele Kollegen und Respekt vor allen Mamas und Papas genauso, die in diesem Beruf tätig sind. Und gerade wenn beide eben in diesem Beruf tätig sind, als Sänger und Solisten und vielleicht noch selbstständig, dann ist das eine unsagbare Voraussetzung, auch finanziell. Und natürlich kann man nur jedem ganz viel Glück wünschen. Erstens, sucht euch den richtigen Partner aus, war jetzt eine ganz wichtige Information, denke ich, ne? Zweitens, es ist nicht schlecht, wenn einer davon ein festes Engagement hat, war eine zweite gute, wichtige Information. Wenn Sänger können, die sollen schon ein festes Engagement haben. Muss nicht unbedingt Festvertrag, wo man ist mit einem Haus für 10 Monate im Jahr verbunden ist. Obwohl zu unseren Zeiten, also Corona-Zeiten, werde ich das wirklich empfehlen. Jede Sängerin, die ein Festengagement kriegen kann, soll das machen. Ich war auch fest an der Bayerischen Staatsoper am Anfang meinen Weg und danach eben Residenzvertrag in Wien. Das finde ich auf jeden Fall, das soll die Sängerin haben. Ich bin sowieso, ich gebe immer, also Frauen, wenn ich aus meiner Erfahrung Ratschläge geben darf, eine Frau soll finanziell unabhängig sein, so viel wie möglich. Eine Freelance-Karriere zu haben, ist schön, aber kann problematisch sein. Und das haben wir in den letzten 18 Monaten alle freiberufliche Sänger gesehen.
So natürlich, es ist schön, wenn man der richtige Partner findet und dass der Partner auch ein festes Job hat, muss nicht Musiker sein, kann auch was anderes sein. Aber trotzdem, eine Frau soll, also, es kann eine Professur sein, es kann auch ein Nebenjob in einer Schule sein, was auch immer. Genau. Es ist aber möglich. Und wir reden jetzt nicht von 10 Kindern. Also ein Kind kann jede Frau haben und gerade in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz gibt auch sehr viele Unterstützung vom Land. Und was Au-pair-Mädchen betrifft, es gibt auch ganz klare Regelungen und es muss jetzt nicht sehr, sehr teuer sein. Ja. Aber zurück zum Thema, natürlich, man weiß nie, wie wird man sich fühlen während der Schwangerschaft. Genau, jetzt kommen wir nämlich, ich wollte gerade zum nächsten Punkt kommen. Genau. Also wir sagen, wir wollen erstmal ermutigen, zusammengefasst, es ist Organisationssache und man braucht definitiv Hilfe, ja, und Unterstützung. Aber dann kann man das machen. Was mir noch ein ganz ein Herzensanliegen ist, früher hat man, also je nach Generation, die Kinder schnell abgegeben und dann wurde dieses Bonding und diese Verbindung gar nicht aufgebaut. Und das merken wir ja nur noch heute, dass die Gesellschaft da sehr darunter leidet und es viele böse Menschen gibt, aufgrund dessen, dass sich vielleicht nie ein wirkliches Urvertrauen entwickelt hat. Und gerade dieses Urvertrauen und Selbstwertgefühl entwickelt sich vor allem bei Kindern in den ersten 3 Jahren. Und diese Bindung zu den Eltern im Bett schlafen, Bonding, Stillen, Körperkontakt, also auch für eine Frau, die nicht stillen kann, ist ja trotzdem dieser Körperkontakt wahnsinnig wichtig. Und das kann man realisieren mit diesem Beruf, dass man die Kinder mitbringt. Und wir reden jetzt ja nicht davon, dass wir sie dann abgeben. Also, und das möchte ich mich ganz klar auch von distanzieren, das will ich überhaupt nicht unterstützen nach dem Motto, es gibt so viele Opernsängerinnen, die haben da sehr auch drunter gelitten. Das habe ich im letzten Video gesagt. Ne? Die haben gesagt, die haben eigentlich ihre Kinder nie gesehen. Die Kinder waren immer bei Nannies, die Kinder waren immer weg. Und definitiv haben die Kinder, genau wie die Eltern, darunter eigentlich gelitten. Und am Ende haben wir alle gesellschaftlich nichts davon. Also es ist dienlich, das Muttersein und das Papa-Sein zu unterstützen und es selbstverständlich leichter werden zu lassen, dass man das Kind integriert in das, was man tut. Und wenn die Frau, denke ich, glücklich ist oder der Mann mit dem, was er tut, ist er auch ein glücklicherer Papa oder eine glücklichere Mama. Und dann muss man ein Kind nicht abgeben oder abstillen. Und dann kann das Kind bei einem sein. Und nachts kann man zusammen kuscheln und sich reinteilen, wer wann wie aufsteht. Ich denke, das, oder? Und ich meine, da gibt es... Es gibt keine Regelungen. Ich glaube, jede Frau ist anders und jedes Kind ist anders. Also ich habe 3 Monate gestillt, jedes Kind. Das war meine Wahl. Und ich bereue es nicht, dass ich länger nicht gestillt habe. Ich muss sagen, manche Frauen lieben Stillen. Für mich war es okay, aber ich war auch glücklich wieder frei zu sein. Wieder freier zu sein. Okay. Es war, aber ich war trotzdem, die Kinder waren bei mir. Ich bin auch ein bisschen so ich würde sagen, nicht Kontrollfreak, aber ich mag die Sache zu kontrollieren. So auch wenn das Au-pair-Mädchen mit dem Kind zum Beispiel 2 Stunden am Spielplatz war, aber dann Mittagessen haben wir zusammen. Also sie kam dann zu Proben oder, also ich war immer da und ich habe immer gesagt, mach das, mach das, mach das. Ich habe immer die Routine vom Kinder kontrolliert und alles. Und mir war es wichtig, dass die Kinder bei mir schlafen. Manchmal war es auf jeden Fall in der gleichen Wohnung. Ja, die waren nicht in einem anderen Wohnung oder in einem anderen Hotelzimmer. Das war nicht der Fall. Manchmal waren sie im Bett mit mir, manchmal nicht. Also sogar bis heute, ich kriege Nachtbesuche und die Kinder sind schon 6 und 8. Das ist ganz normal und sehr gesund.
Es gibt Kinder, Babys, die niemals schreien in anderen Kulturen und da schlafen die ganzen Familien zusammen auf dem Boden und alle sind glücklich und ausgeglichen. Also dieser Irrglaube mit Kinder schreien lassen und Kinder wegsperren und Kinder müssen ins eigene Bett, da sind wir weiter. Das kann jeder nochmal professionell wissenschaftlich nachlesen. Da aber muss keiner unter Druck setzen, glaube ich. Genau, aber ich kritisiere auch nicht Leute, die das anders machen. Ich finde, jeder soll machen, was er will. Ich habe es immer gelitten, wenn die Leute haben mir gesagt, ah, du solltest mit deinem Kind nur Hebräisch sprechen, damit sie Hebräisch lernen. Okay, das habe ich nicht gemacht, das kam nicht so. Okay, so die Kinder sprechen Deutsch und Englisch. Ich meine, niemand kann mir sagen, was soll ich mit meinem Kind tun. Das ist erst zuerst. Genau. Es ist möglich, dass die Kinder zu Opa kommen. Also die Ariel war nicht mal 2 Jahre alt und sie saß schon auf dem Schoß von Otto Schenk, als wir das Schlaufüchslein geprobt haben. Und da war begeistert und sie war begeistert. Und meine Kinder singen und die kennen alle Opern und die waren immer sehr begeistert. Ich finde, also natürlich, ich hatte Unterstützung. Der Wiener Staatsoper ist so ein wunderbares Haus und viele Sänger hatten auch die Kinder dabei gehabt. So, es gab kein Problem. Aber ich weiß, zum Beispiel zu Proben für Konzerte kommen die Kinder nicht mit. Die haben dort nicht zu besuchen, zu tun. Ja, also ich finde, das ist total möglich, aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Es gab sehr viel schlaflose Nächte und das ist nicht einfach. Und ich habe mich aber immer so organisiert, dass eine Nacht vor einer großen Aufführung, dass ich habe entweder mein Mann oder das Kindermädchen gesagt, falls das Baby schreit, bitte geh du zu ihm und ich schlafe mit Oropax. Also eine Sängerin braucht ihr Schlaf und ihre Gesundheit und wir müssen wirklich dafür kämpfen. Das ist also ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast, dieses man braucht Schlaf und dann muss eben mal jemand anders aufstehen und dann braucht man Hilfe und sich reinteilen. Jetzt wollte ich dich fragen zum Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Hast du persönlich Krisen erlebt oder gesagt, ja, ich habe eine Veränderung in der Stimme erlebt, mir ist etwas schwerer oder leichter gefallen. Wie hast du das gehandhabt nach der Geburt? Wann hast du wieder angefangen zu singen? Standst du sofort wieder auf der Bühne oder hast du dir lieber Zeit gelassen? Was war dir körperlich wichtig und was sind deine Erfahrungen stimmlich und kannst du da anderen Kollegen, Kolleginnen weitergeben? Meine Erfahrung war sehr unterschiedlich bei der ersten Schwangerschaft und der zweiten Schwangerschaft. So, bei der ersten Schwangerschaft, ganz am Anfang habe ich vielleicht 1 Woche oder 2 Wochen nicht so gut gefühlt, aber das hat nicht meine Stimme beeinflusst, sondern Körper. Ich war einfach schwach und tat mir alles weh. Aber außer diese 2 Wochen habe ich mich fantastisch gefühlt und halt wirklich, die Stimme war wunderbar. Ich glaube, ich habe das Beste gesungen, weil ich hatte einfach mehr Volumen. Ich bin normalerweise sehr, sehr dünn und während der Schwangerschaft, also meine Lungen, alles war irgendwie viel kräftiger und ich habe auch viel mehr gegessen und ich habe mich wirklich toll gefühlt. Ich muss sagen, aber ich habe auch entschieden, mit 28. Woche nicht mehr zu singen. Das war wirklich meine Entscheidung und ich habe entschieden, 6 Monate zu pausieren bei der ersten Schwangerschaft. Niemand hat mich gezwungen. Ich wollte einfach die Zeit genießen. Ich dachte, mein Gott, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas erlebe und diese Zeit kommt nie wieder. Und ich wollte Zeit mit meinem Mann haben und das habe ich einfach so gemacht. Und ich habe viele Auftritte gecancelt und fast alle waren damit einverstanden, sagen wir so. Und die damit nicht einverstanden waren, I don't care. So, einfach so. Und ich habe 6 Monate keinen Ton gesungen. Das war nicht mal geübt. Das war eine musikalische Diät, wirklich. Ich habe auch kaum Musik gehört oder kaum Oper gehört. Ich war einfach in einer anderen Welt. Und nach 6 Monaten bin ich mit dem Baby, das Baby war schon 3 Monate alt,
bin ich mit ihr nach New York geflogen und ich saß bei meinem Gesanglehrerin. Sie lebt nicht mehr leider, aber damals war sie in New York und für 3 Wochen war ich jeden Tag bei ihr. Nicht für eine ganze Stunde. Wir haben am Anfang nur 15 Minuten Unterricht gemacht, dann 30 Minuten, also wirklich sehr, sehr langsam haben wir das, also die Stamina wieder aufgebaut. Die Stimme war in einem fantastischen Zustand, weil 6 Monate habe ich keinen Ton gesungen. Es war so frisch wie nie. Aber also mein Bauchmuskeln, das Ganze war sehr so weich und ja. Und ich habe auch Yoga gemacht und Pilates gemacht. So, ich habe wirklich 3 Wochen genommen, um mich langsam aufzubauen. Nach 3 Wochen war die Koordination wieder da. Das geht nicht um die Stimme, sondern die Koordination von Muskeln. Und dann habe ich angefangen mit Konzerte, aber nicht sofort Oper. So habe ich Mahler Vierte gesungen oder Mozart Exultate Jubilate, also nicht jetzt was heavy. Und einen Monat später, so das Kind war schon fast 5 Monate, war meine erste Premiere an der Wiener Staatsoper. Darüber werden wir auch später sprechen, weil es war unerwartet. Wie unerwartet? Also ich kann das war nicht in der Plan. Ich bin eingesprungen für eine andere Sängerin. Genau, stimmt. Das ist die Geschichte, die ich für den Schluss aufheben will. Ist das die Geschichte? Okay, ich habe eine Lieblingsgeschichte, die unbedingt die allen Frauen und allen Menschen, Männern wie Frauen, da draußen sehr gut tun wird. Und ich finde es ein Paradebeispiel mit Schwierigkeiten umzugehen. Nur ganz kurz eingeblendet, ich finde es hervorragend und auch ein tolles Beispiel, aber ohne jetzt was bewerten zu wollen, negativ, aber ich stelle das einfach in den Raum. Jetzt natürlich mit meinem Wissen, also ich habe ja über 20 Jahre auch diese zweite Ausbildung gehabt, also ich habe eine Tänzerausbildung gehabt und habe dann eine Fitnessausbildung gehabt und habe damit mein Leben und meinen Beruf finanziert und hatte dazu natürlich immer eine gute Körperlichkeit und dieses Wissen und habe das später erweitert mit Yoga und der Pilates-Ausbildung und so weiter und vor allem jetzt noch Ausbildungen, als ich jetzt eben in dieser Stimmkrise war. Und das Wissen ist also, die Stimme ist eben nicht nur die Stimme, wie du schon so weit gesagt hast, sondern der Beckenboden spielt eine zentrale Rolle für das Singen und der gesamte Faszienapparat im Körper. Und es wird nochmal ein Video geben, wo ich allein ein bisschen ein paar Tipps geben kann für Sänger, vor allem Sängerinnen nach der Geburt und da nochmal auf dieses Thema eingehen werde. Und es ist wahnsinnig wichtig und das möchte ich nur ganz schnell eben hier einstreuen, bevor ich da genauer drauf eingehe, dass man sich Zeit lässt. Also die Rückbildung, allein das Wochenbett spielt eine wichtige Rolle, dass man das macht, dass man nicht gleich wieder aufsteht. Das hat eine wichtige Rolle in Sachen Heilung und Körperlichkeit und dieser Körper, was wir Frauen vollbringen, du, jede Frau, im Muttersein, ist unvorstellbar ein Wunder. Und die Selbstheilung des Körpers und die Kräfte, die wir als Frau haben, sind Wahnsinn. Und man hat manchmal diesen Ehrgeiz und das ist, denke ich, das, was vielen Müttern, vor allem wenn sie zum ersten Mal Mutter werden, sehr schwer fällt. Du bist plötzlich fremdgesteuert, also in der Schwangerschaft. Es bestimmt dich etwas anderes. Dir kann es gut gehen, dir kann es aber auch schlecht gehen. Du hast nicht mehr die Kontrolle wie vorher. Man muss sozusagen diese Kontrolle abgeben und das fällt manchen Frauen leichter und manchen Frauen eben schwerer. Und wenn dann dieser Ehrgeiz so überwiegt, oh Gott, wir haben diese Vorbilder nach 2 Tage nach der Geburt steht sie auf der Bühne. Ich übertreibe jetzt. Also kaum das Kind rausgepresst und schon wieder geht die Karriere weiter und sie steht auf der Bühne und sie hat die Gilda so gesungen wie nie zuvor. Das sind vielleicht wirklich Ausnahmeparadebeispiele, aber das ist auch nicht unbedingt ein Vorbild körperlich in Sachen Selbstheilung, dem Körper Zeit geben, sich zurückzubilden. Also Wochenbett, Rückbildung, Körperlichkeit wieder aufbauen, Stimmtraining wieder sanft anfangen, sind ganz, ganz, ganz wichtige Geschichten. Und da ist auch jede Frau unterschiedlich. Der einen fällt es leichter, die ist schneller und ja. Und jetzt komme ich eigentlich zu diesem Thema. Das ist meine zweite Schwangerschaft. Ja. Dort habe ich eine andere Erfahrung gehabt. Ja. So, ich war sehr müde. Ich glaube vielleicht, weil ich
noch ein kleines Kind zu Hause hatte. Also die Mädels sind nur 2 Jahre Unterschied. Das heißt, wenn Ariel 1 Jahr und 3 Monate war, war ich schon schwanger. Ja. Zum zweiten Mal. Und da war ich während der Schwangerschaft ein bisschen mehr so müde. Nicht in der Stimme, sondern körperlich. Und ich war auch öfter krank. Also am Anfang der Schwangerschaft ist das Immunsystem sowieso ein bisschen wackelt. Und da hatte ich so Erkältungen, mehr Erkältungen gehabt. Aber sagen wir so, nach dem dritten Monat habe ich mich wirklich wieder gut gefühlt. Und ich hatte sogar eine Produktion in Amsterdam gehabt. Und es ging sehr, sehr gut. Habe ich gesungen, wirklich bis, also auf der Bühne bis 6 Wochen vor Geburt. Mhm. Wir waren damals in Israel, wir sind nach Israel umgezogen für ein paar Jahre. So, ich hatte ein Konzert in Israel 6 Wochen vor der Geburt und ich habe toll gesungen, also wirklich wieder, war so fett und immer war so sattig. Ja. Und ich habe geübt bis 2 Tage vor der Geburt Gretel, inklusive wow. da oben. Weil ich eine Produktion später, ein paar Monate später gehabt habe. So, ich dachte, okay, ich lerne die Rolle bevor der Geburt. Und ich habe gut gesungen, alles war wunderbar. Okay, dann Geburt und 8 Wochen später stand ich schon auf der Bühne mit Konzerte und Auftritte. Und so, das zweite Mal ging es sehr schnell. Mhm. Und das bereue ich, weil dann habe ich eine große Rechnung bekommen. Also 4 oder 5 Monate später, das Kind war nur 4 Monate nach dem Geburt, hatte ich eine Produktion gehabt, Hänsel und Gretel, und ich habe geprobt, aber dann wurde ich sehr krank. Ich hatte eine Bronchitis gehabt. Und ich glaube, mein Körper war einfach zu schwach, das zu überwinden, sagt man. Ich bin nicht sicher. Und also 2 Kinder stillen das Ganze. Ja. Und ich habe die Premiere verpasst. Ich konnte die Premiere nicht singen. Das tat mir sehr, sehr weh. Und heute, wenn ich darüber denke, denke ich, ich hätte die Sachen anders organisieren sollen. Also wirklich viel mehr Zeit nehmen, vor ich wieder voll Power auf der Bühne stand. Und nicht wegen der Stimme, sondern wegen der Körper, das Immunsystem. Es ist einfach alles eins. Also ja. Wir können das nicht voneinander trennen. Und es gibt gute wie schlechte Geschichten. Deswegen fange ich jetzt auch an, einfach Kolleginnen und auch ja, Menschen, die jeder aufschaut, zu interviewen, zu sehen, dass erstens, wir sind alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Es ist möglich und dieses Beispiel, das kennt es auch von meiner Mutter, die hat auch so lange noch gesungen. Es gibt viele, die singen noch bis zum Ende der Schwangerschaft. Ich gebe jetzt auch Kurse körperlich, wo andere sagen, oh Gott, wie machst du das noch? Aber mir tut es körperlich sehr gut, aktiv zu sein und das ist auch bestätigt. Aber auch da ist wieder jeder anders. Aber je nachdem, was man tut, singen ist für die Geburt, diese Form von Atmung, ein Gefühl für den Körper haben, sehr förderlich und sich zu bewegen, damit man eine leichte Geburt hat, das ist auch sehr förderlich. Ja? Also man muss überhaupt nicht so und so lange, bloß nicht zu früh die Beine hochlegen, bewegt euch und außer es gibt Ausnahmen natürlich wieder, wenn es schwere Schwangerschaften sind, dass man sagt, nein, da müssen wirklich mal die Beine hochgelegt werden. Aber ansonsten rate ich definitiv dazu und nicht nur ich, sondern auch andere Pilates-Yoga-Trainerinnen oder Hebammen oder Frauenärztinnen, dass die Frauen sich bewegen und dementsprechend kann man wunderbar aktiv sein. Und das heißt überhaupt nicht, dass eine schwangere Frau nicht super einsatzfähig ist. Und der Spruch stimmt schon auch, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ja? Obwohl ich den Spruch auch eine Frechheit finde, aber jede Frau ist anders und man weiß vorher nicht, was ist, aber lasst euch da nicht verunsichern und hört auf euch und euren Instinkt und euren Körper. Ich denke, das ist das Wichtigste, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und ich habe auch mit mehreren Doktors, also HNO-Ärzte, darüber gesprochen und die haben auch gesagt, dass es gibt wirklich sehr viele Sängerinnen, das während der Schwangerschaft toll singen und auch nach der Schwangerschaft. Also das hat, man muss es einfach wieder trainieren und auch
okay, ich hatte diese bei der zweiten Schwangerschaft diese Virus gehabt. Aber dieser Virus hat mir der Arzt damals gesagt, du könntest es haben auch ohne Schwangerschaft, auch ohne Kind. Das kommt einfach. Und wir als Sänger, wir müssen keine Angst haben von Schwangerschaft oder von Viren auch. Ich meine, das ist immer da, besonders jetzt mit Corona. Aber also, what doesn't kill you makes you stronger. Und das, was du auch vorhin gesagt hast, das ist eben eine Ganzheit, ne? Also Stress ist ein wahnsinniger Faktor. Also Angst ist auch Stress, ne? Stress, zu wenig Schlaf. Du hast ein kleines Kind, du hast Schlafmangel. Wie wichtig ist Schlaf für jedermann, auch für jeden Mann? Für jeden Sänger ist Schlaf ausschlaggebend. Das wird, glaube ich, jeder Kollege bestätigen. Und das ist wichtig. Dieser Schlaf ist unglaublich wichtig fürs Immunsystem, Bewegung, frische Luft, gute Ernährung, sich fit halten. Und da ist eben dieser Job, das kannst du bestätigen, und du bist ja auch eine sehr fleißige Sängerin zu sein und eben Sänger zu sein, Hochleistungssport, ganz klar. Und ein Hochleistungssportler würde nie, der braucht auch so und so lang, oder diejenige braucht auch so und so lang, bis sie wieder die Leistung hat nach einer Geburt oder während einer Schwangerschaft. Und das Immunsystem spielt natürlich auch eine tragende Rolle. Und wie gibt man sich Zeit? Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, dass man sich da vielleicht nicht stresst und unter Druck setzen lässt von außen, sondern sagt, das ist organisierbar, aber ich gebe mir auch Auszeiten. Ich brauche meinen Schlaf, ich gebe mir für das und das, was für mich persönlich wichtig ist, die Zeit. Und ich finde das sehr schön, dass du diesen Unterschied zeigst durch die zwei Schwangerschaften und auch so diese Selbstreflexion zu sagen, okay, das war nicht ideal, und dementsprechend, natürlich bist du anfälliger für ein Virus. Bei jemand anderem ist der vielleicht vorbeigeflogen und der hat ein tolles Immunsystem gehabt und war gut ausgeruht und hatte nicht zwei schreiende Kinder zu Hause. Aber es gibt auch andere Menschen ohne Kinder, die anfällig auf Viren sind, und deswegen müssen sie nicht Mutter sein oder Papa. Genau. Ja. Ich meine, Kinder sind eine große Freude, aber auch Stress. Natürlich ist es noch ein Teil im Leben. Ich meine, ich konnte jetzt mit der Karriere aufhören und nur Mutter sein. Ich werde genug beschäftigt. Ich meine, die Kinder wirklich, sie haben so viele Aktivitäten, so viele Sachen. Man muss aufmerksam sein, oder ich möchte aufmerksam sein. Aber ich sage auch, ich bin oft jetzt, also die sind ein bisschen älter jetzt, bin ich oft weg. Ja, ich bin nicht jetzt eine Mutter, der da ist immer für die Kinder. Aber wenn ich da bin, bin ich da 100%. Also nicht aufs Handy. Also wir spielen zusammen, wir üben Klavier zusammen. Also wirklich, das Wichtigste ist nicht nur der Quantity, nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und ich finde, dass viele, viele Frauen, nicht nur Opernsängerinnen, Frauen, die eine Karriere haben, egal welche, haben diese Schuldgefühle, dass sie sind nicht genug bei den Kindern. Und diese Schuldgefühle kommen nicht nur von uns, sondern auch von den Männern. Ich habe mehrere Male gehört, Freunde von meinem Mann, nicht mein Mann, also Freunde haben ihm gesagt, also wie akzeptierst du es, dass deine Frau geht für eine Woche und lässt die Kinder alleine, zum Beispiel. Ja, das habe ich schon von mehreren Männern gehört, entweder in meinem Gesicht oder hinter meinem Rücken. Und dann sage ich immer, es ist mir wichtig, erstens Qualität, Zeit, nicht nur Quantität. Und zweitens, ich habe zwei Mädels und es ist mir wichtig, dass meine Mädels ein Beispiel haben von einer Mutter, die kann Kinder haben und trotzdem ihrer Leidenschaft folgen. Ich will nicht, dass meine Kinder, meine Mädels, nur zu Hause sitzen, wenn sie das nicht mögen. Wenn sie wollen nur Hausfrau sein, es ist auch in Ordnung, es ist wunderbar, ich habe nichts dagegen. Aber wenn mein Kind jetzt, weiß nicht, eine Tänzerin sein möchte oder eine Astronautin oder eine Ärztin oder was auch immer, ich möchte, dass sie ihre Träume folgt, und trotzdem kann sie auch Mutter sein. Und ich finde, das ist sehr wichtig, gerade bei Mädels, dass wir diese Vorbild haben. Und das ist, deswegen wollte ich gerade, aber du bist von alleine auf das nächste Thema gekommen. Das ist eben immer noch nicht angekommen in unserer Gesellschaft. Und das wollten wir, glaube ich, beide auch kritisch hier in dem Video zeigen, dass es selbstverständlich sein kann. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass Männer arbeiten. Und ich finde, Papas werden genauso gebraucht.
Und es gibt viele Menschen da draußen, die haben ihren Papa sehr vermisst, weil der nie da war. Ja. Und das war eine andere Generation. Da war selbstverständlich nur die Mutti ist zu Hause und die Mutti hat zu Hause gelitten, weil sie ihr Leben aufgegeben hat und war eine unglückliche Mama und das überträgt sich auch auf das Kind. Ja? Also ich glaube, man kann sich fantastisch einigen, wer ist wann da und trotzdem kann jeder seine Träume erfüllen und ist ja dann ausgeglichener und glücklicherer Elternpart. Ja. Und dementsprechend hast du auch ein glücklicheres, ausgeglicheneres Kind, wenn du selbst ausgeglichener bist. Das heißt, wir wollen da niemanden reinreden, was er tut, welcher Hausfrau dementsprechend. Ich kenne auch Mamas, die sind total glücklich. Ich kriege nur zu Hause mit Waschmaschine, Spülmaschine und Mama-Gesprächen, Kacker, nicht Kacker, eine Vollmeise. Und das war natürlich gerade in der Krise noch mal schlimmer, weil ich natürlich auch immer so ein Machemädchen war und viel unterwegs. Aber andere sind damit sehr glücklich, mit diesem nur Mama sein. Und das ist auch wunderbar und gut so. Genauso haben Papas das Recht, genau, zu Hause Papa zu sein und einfach mal nur mit den Kindern sein zu wollen. Also ich kann nur von meinem Mann zum Beispiel sprechen, der liebt und genießt das und der würde alles dafür geben und ist die erste Zeit jetzt auch für unser zweites Baby, ja, nimmt er sich auch nochmal Zeit, dass er da den Urlaub so packt und dass er dann wirklich die erste Zeit, waren wir komplett zusammen und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eine Zeit, die kriegt man nie zurück und das ist ein wahnsinniges Geschenk und es gibt für mich da auch im Nachhinein, auch nach der Krise kann ich das schon sagen, es gibt definitiv auch Wichtigeres als Singen und Bühne und Karriere und es ist wunderbar, auch mal nur zu Hause und Baby und glücklich und so weiter. Aber ich will nichts bewerten, aber ich glaube, wir könnten weiter sein in der Selbstverständlichkeit, dass Frauen genauso ihren Träumen und Karrierewünschen folgen und dass das gefälligst anerkannt wird. Und genauso, dass Papas nicht einen schlechten Spruch hinterm Rücken haben, was macht denn der zu Hause? Warum wechselt der die Windel? Steht der nachts etwa auf und gibt die Milch? Das ist doch kein Mann. Also wir haben da noch etwas zu tun, oder? Du und die Kinder, es ist wahnsinnig zu sehen, wie die Kinder sich daran gewöhnen, dass die Mutter nicht immer da ist. So zum Beispiel jetzt zur Corona-Zeit war ich zu Hause 6 Monate bei der ersten Lockdown, jeden Tag. Und nach 5 Monaten oder so hat mir Ariel gesagt, sie war damals 7, Mama, es ist wunderbar, dass du so oft und so immer mit uns bist. Aber ich glaube, es ist Hochzeit, dass du eine Reise machst für 5 Tage. Nur 5 Tage, aber kannst du gehen und singen wieder? Ich glaube, sie hatte genug von meinem Regiment. Und sie wollte mal einfach vor dem Fernsehen sitzen mit sehr viel Eis und machen alles, was Papa erlaubt und Mama nicht erlaubt. So, es ist auch gesund für die Kinder, dass die Mama nicht immer da ist. Siehst du, wie schön. Das ist eine schöne Geschichte. Jetzt möchte ich schnell zum Thema, das wir nicht so lange brauchen, Ängste. Mama sein, Ängste, Angstzustände, Bühne. Schau, Angst ist ein großes Wort und ich möchte der Terminologie ein bisschen ändern, weil für mich das Wort Angst gehört, wenn eine Lebensgefahr da besteht. Also man ist im Krieg oder zum Beispiel als Kind. Mein Papa ging eines Tages und war weg. Für 6 Monate war er im Krieg. Da hatte ich wirklich Angst gehabt. Oder als Kind habe ich auch mehrere Male Krieg erlebt, da ich in Israel geboren und aufgewachsen bin. Und das ist Angst. Okay, da hast du Angst. Auf der Bühne ist keine Angst. Also niemand wird dich schießen. Da ist keine Lebensgefahr besteht. Okay? Es kann sein Anxiety. Es kann sein, dass du als Violetta oder als Jill, da stirbst du auf der Bühne, aber das ist nicht wirklich in Wirklichkeit. So, wir müssen schon die Sachen in Proportionen bringen. Es kann sein, dass das wird eine schlechte Vorstellung, sogar, dass jemand wird ausbuhen, okay. Aber das Wort Angst gehört dort nicht. Also Anxiety, okay. Also Auftrittsangst. Also das ist natürlich dein Empfinden, aber das ist meine. Ich verstehe, dass andere Leute das anders sehen, aber ich hatte schon Panik gehabt in der Vergangenheit und dann habe ich gesessen und gesagt,
was kann passieren? Also sterben werde ich nicht. So, das Schlimmste ist, dass ich werde nicht wieder engagiert sein oder auch wenn ich keinen Ton mehr singen kann, zum Beispiel, ich werde meine Stimme verlieren, was natürlich wird mir sehr, wie sagt man, schmerzhaft sein, wehtun, aber ich kann weiter ein wunderschönes Leben führen und was anders machen. So, es ist sehr wichtig, den Albtraum zu Ende zu bringen und sagen, okay, ich kann auch anders glücklich sein. Und wenn ich wähle, tatsächlich weiter diesen Beruf zu üben, und der Beruf ist brutal, ja, es ist nicht einfach, es ist wirklich, es ist eine Belastung für den Körper, für deine Psyche, ja. Mentale Herausforderungen. Mentale Herausforderungen. Okay, versuche ich einfach tief atmen, und das können wir als Sänger. Die Atem ist unsere Rettung. Yoga hilft mir sehr. Meditationen, ich mache das oft, also wirklich versuche jeden Tag. Und wirklich alles einfach in Proportionen nehmen. Okay, so eine andere Sängerin ist erfolgreicher. Also nicht jeder hat die Stimme und die Nerven, auch Violetta an der Metropolitan Opera zu singen. Nein, man kann auch sehr glücklich sein und eine tolle Karriere machen, das ganze Leben nur Bach-Kantaten zu singen. Es ist doch die wunderschöne Musik, die überhaupt auf dieser Erde existiert. So, man muss auch trennen, der Ehrgeiz und der Karriere von der Musik. Früher, bevor ich Kinder hatte, war ich ein bisschen mehr obsessiv in der Karriere. Und seitdem ich Kinder habe, es ist ein bisschen weniger Druck irgendwie. Ich habe mehr Stress, weil ich viel mehr zu tun habe und ich habe weniger Zeit. Aber ich habe nicht mehr Druck. Oh mein Gott, ich muss überall sein, ich muss überall singen. Also wirklich, ich denke, jede Woche, die ich nicht singe, verbringe ich mit meinen Kindern. Und man kann ganz klar sagen, in deinem Fall, du hast weiter Karriere gemacht, du bist eine sehr erfolgreiche Sopranistin und das Mama-Sein hat dir in keinem Fall geschadet, sondern dann am Ende eher genutzt, auch psychisch, und, oder? Das kann man auf jeden sagen. Fall. Auf auch jeden um Mut Fall. Zu machen für die, die überlegen, oh Gott, ich möchte eigentlich Mama sein, aber ist das vereinbar mit Karriere und so weiter? Es ist alles, was du glaubst, wirklich glaubst, dass es möglich ist, ist auch möglich. Da möchte ich jetzt, glaube ich, ist hervorragend geeignet, meine Lieblingsgeschichte, eigentlich im letzten Jahr, kann man wirklich so sagen, ich danke dir sehr für diese Geschichte, dass du sie mit mir geteilt hast. Die hat mich auch irgendwie, also sehr aufblühen lassen, muss ich sagen, innerlich und Kraft gegeben. Und ich glaube, diese Geschichte gibt vielen da draußen viel Kraft. Also es geht um das Thema Mobbing. Als Mama, das habe ich ja nun ein Video drüber gemacht, in Sachen Schwangerschaft, Stillzeit. Und ich frage dich jetzt ganz offiziell, hast du da also Erfahrung mitgemacht? Du hättest jetzt vorhin gesagt vor dem Gespräch, nein, das ist nicht unbedingt Mobbing. Und da habe ich gesagt, doch, das ist schon Mobbing. Und habe dann gesagt, bevor wir angefangen haben, okay. Ich meine, Mobbing ist ein großes Wort. Und ich glaube auch, Mobbing, es hängt davon aus, wie du es siehst. Also für mich war es am Ende eine gute Erfahrung. Aber ich erzähle die Geschichte und jeder kann entscheiden, ob es ein Mobbing war oder nicht. Genau, ich will nur ganz kurz vorweg noch sagen, ich meine, dass, weshalb mir das wichtig ist, das anzusprechen, viele Menschen lassen sich einfach zu viel gefallen und wehren sich nicht. Und dann macht man eben auch mit und irgendwann taucht man auf und wacht auf und sagt, was habe ich mir eigentlich angetan und was lasse ich mir eigentlich gefallen, und das ist einfach wirklich nicht okay. Und das, was dir widerfahren ist, ist nicht okay, aber dein Umgang damit zeigt eben, wie man auch das nicht unbedingt vielleicht als Mobbing sieht, sondern wie bist du persönlich damit umgegangen und was hat sich in deinem Leben dann verändert und ist passiert. Okay, jetzt zu meiner Lieblingsgeschichte. Okay, so ich war wirklich hochschwanger, also 8. Monat hochschwanger. Und ein Dirigent ruft mich an. Wir waren befreundet. Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Projekte zusammen gehabt. Und er sagt mir, und wir hätten 5 Monate später, also 4,5 Monate nach dem Geburt des Kindes, eine Aufnahme machen sollen. 10 Tage. War in der ersten oder in der zweiten? In der ersten Schwangerschaft. Mhm.
Ja, genau. Und das war so geplant, eine Aufnahme von einer Oper. Und er rief mich an und sagte, schau, es ist wirklich zu riskant für mich. Ich habe gehört, du bist schwanger und das Kind kommt bald und ich kann, es ist sehr viel Geld in diese Aufnahme. Und ich habe selber 4 Kinder, meine Frau war schwanger 4-mal und ich weiß, eine Frau nach dem Geburt ist so müde und es gibt ein hohes Risiko, dass du krank wirst. Und ich muss dich von diesem Vertrag weg und ich habe schon eine andere Sängerin genommen. Das war nicht rechtens. Um das kurz noch hier reinzuwerfen, liebe Kolleginnen da draußen, das hättet ihr nicht machen dürfen. Aber okay, ich bin mit. Genau. Also ich hatte schon einen Vertrag gehabt, alles war so und er rief mich an und dann sage ich ihm, aber das ist doch the most ridiculous thing I've ever heard. Ich habe ihm gesagt, das ist wirklich Blödsinn. Und ich habe gesagt, jede Sängerin kann jederzeit krank werden. Das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun oder mit Geburt oder mit nichts. Und sagt er mir, na ja, aber ich habe gesagt, kein Aber. Du weißt, dass es nicht richtig ist. Und ich akzeptiere es nicht und ich bin wirklich sehr, sehr böse. Und er sagte, das ist meine Entscheidung, ich habe schon eine andere Sängerin beauftragt und tschüss. Und so war es. Und ich denke mir, mein Gott, also das habe ich wirklich nicht erwartet, weil alle andere Opernhäuser und Orchester, die waren alle wirklich fantastisch. Alle haben mich unterstützt, gratuliert zum Baby, zum Geburt, alles. Niemand hat Verträge abgesagt, nur er. Okay. Okay. Und dann denke ich mir, was mache ich? Also soll ich klagen? Soll ich? Ich war so müde irgendwie. Ich dachte, okay, sorry my language. I mean, F-U-C-K, you. Und Gott, ich habe gesagt, Gott wird dich strafen. Das war meine Sage. Gut, dann ein paar Monate später, das Kind kam und ich war in Wien. Ich habe ein Konzert gesungen, genau zu dieser Zeit, wo die Aufnahme sein sollte. Und am nächsten Tag bekomme ich einen Anruf von der Wiener Staatsoper, dass eine Sopranistin hat Pamina abgesagt. Die machen eine neue Produktion. Und du bekommst den Anruf, weil derjenige dich im Konzert gehört hat. Genau. Und genau, die, ne? haben, mir gesagt, die genau. haben mir gesagt, ich war da im Konzert in Wien, das ist der Christoph Eschenbach, das ist ein sehr wichtiger Dirigent, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Da war ein Konzert, der hat mich gehört und sie laden mich ein jetzt, Pamina zu singen, ob ich Zeit habe, ich muss sofort an dem Tag nach Wien, also in Wien bleiben eigentlich und zu Probe kommen. Und ich dachte, fantastisch, also das ist wirklich von Gott, weil ich hätte in der Aufnahme sein sollen jetzt in Deutschland. Und jetzt kriege ich eine Premiere an der Wiener Staatsoper. Ich dachte, das muss, Gott liebt mich. Okay. Und dann an dem Tag, höre ich auch, dass die Sängerin, die der Dirigent in Deutschland für diese Aufnahme genommen hat, hat sich krank gemeldet und hat die Aufnahme abgesagt. Ich lache jetzt nicht, man soll ja nicht schadenfroh sein. Ja, das hat auch kein gutes Karma. Wir Nein. sind nicht schadenfreudig, aber ich liebe dich einfach sowieso als Mensch. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, und diesen Umgang damit, also dein tiefes Vertrauen zu sagen, okay, hier kommt was Schlechtes und ich lasse das nicht an mich ran, ich lasse das nicht zu. Ich gebe das, du hast mir mal gesagt, das gebe ich nach außen ab. Ja. Dass jemand anders wird sich darum kümmern, nicht ich, und ich vertraue darauf, dass es gut ausgeht. Es ist schwer, also niemand will hören, dass jeder will zu Vorsingen gehen und hören, du bist die beste Sängerin der Welt, du bist sofort engagiert. Ja, wir wollen das alle. Manchmal passiert es, oft passiert es nicht. Aber wir müssen, also ich hatte immer einen tiefen Glauben gehabt, dass ich werde meinen Weg finden. Und wenn es hier heute nicht klappt, klappt es dann morgen irgendwo anders. Also man muss wirklich Glauben haben. Und mir in meinem Leben sind sehr viele so Miracles passiert. Natürlich hatte ich auch schlechte Erfahrungen, aber ich versuche immer wirklich positiv zu denken,
positiv bleiben. Es ist schwer, aber es ist ein Training, es ist ein mentales Training, genauso wie wir bei Yoga-Training machen. Das muss man auch unser Gehirn trainieren. Verlieren nie den Glaube an deine Talent, an deine Persönlichkeit, an das, was du besonders hast. Was würdest du anderen Mamas, Sängerinnen, Mamas raten? Gibt es noch irgendein Schlusswort oder was, was du, oder die Mama werden wollen, oder gibt es da noch was, was dir am Herzen liegt, was du sagen möchtest? Die Liebe ist das Wichtigste im Leben, und durch den Kindern erleben wir eine ganz große Liebe. Und es ist nicht einfach, würde ich sagen, aber es lohnt sich. Liebe Ken, tausend Dank für dieses sehr offene, herzliche Interview. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass das hier viral gehen darf. Das werden sich viele Menschen anschauen. Und du hast sehr persönlich über dein Leben und da Einblick gegeben. Und ich bedanke mich da sehr. Und ich denke, im Namen aller, die das anhören werden, das traut sich nicht jeder, da so über persönliche Sachen zu sprechen und über so intime, weil Kinder bekommen und schwanger sein und stillen, das ist auch etwas Intimes. Ich bedanke mich sehr für dein Vertrauen und sehr, dass du das teilst mit der Welt. Danke.